Aufnahmetaste gedrückt wieder. Und Hallöchen. Nee, warte mal. Genau. Guten Abend, liebe YouTube-Leute. Das haben wir ja Samstagmorgen haben wir festgestellt. Guten Morgen ist er ja. Guten Abend, liebe YouTube-Leute. Und guten Abend, alle Leute im Livestream. Muss man ja auch mal sagen. Ich sag das sonst immer gar nicht. Ich sag immer nur, hey, ja, mal guten Abend. Guten Abend. Ist doch schön, oder? Und so. Übrigens, das Spiel, was wir jetzt spielen, ja, für die YouTube-Leute, taucht bei Steam nicht auf. Ich weiß nicht, was da los ist. Hat es noch niemand bei dieser Seite, wo man die ganzen Spiele für Steam eintragen kann, hat noch niemand eingetragen. Ich hätte es schon fast gemacht, dann dachte ich mir, ach, ich hätte fast es selber gemacht. Ich hätte fast dieses Spiel bei Steam eingetragen, damit man es hier sehen kann unter dem Spiel, was gerade gespielt wird. Dann dachte ich mir, ach, warum? Nur damit man, ich meine, wenn es nicht eingeht, dann sucht da auch niemand nach. Also, dann spielen wir das hier sozusagen geheim, exklusiv geheim, nur bei Hypnos World. Ja, muss man sich mal vorstellen. Wir spielen es also ganz geheim, kann man sagen. Und solche Games machen nicht wirklich viel Sinn und Spaß. Sagt Parkour, genau. Wir haben nämlich gerade irgendwas hier und da reden wir jetzt aber drüber nicht, weil es ist ja ein anderes Genre. Denn jetzt geht es ja ums Sterben. Ja, ums Sterben. Und ich hatte schon bei dem Spiel davor gesagt, bei LOL, habe ich das schon für die YouTube-Leute, die jetzt, sagen wir mal, nicht LOL gucken. Also die LOL-Videos. Ihr müsst mal kurz bei LOL den Anfang gucken, ja. Da haben wir praktisch das Spiel, den zweiten Teil vorgestellt, ja. Von, also ich habe da den Steam, ich habe halt das Steam-Ding gezeigt. Du kannst auf Steam dich ja so ein bisschen schon mal vorspoilern, wie könnte denn das aussehen, das Spiel, ja. Und das habe ich bei LOL gezeigt. Also für YouTube-Leute, ihr müsst euch mal den Anfang von LOL angucken, da zeige ich das. Und spendiert hat es den zweiten Teil, ich muss mal gucken, Rum the Dump, ja, hat uns das, den zweiten Teil von diesem Spiel hier spendiert. Das heißt, wenn wir das dann irgendwann mal fertig haben, aber gemütlich, wir wollen jetzt nicht da durchhetzen, nur um möglichst schnell den zweiten Teil zu spielen. Nee, bloß nicht! Ja, wir hoffen, dass der erste Teil so lange geht, wie es nur geht, weil wenn er vorbei ist, ist vorbei. Das ist ja so bei Hypnos World, wenn was vorbei ist, ist vorbei, oder? Dann ist es weg. Dann ist es für immer weg. War nochmal, bis ich das wieder mal spiele, wenn wahrscheinlich, ja, es gibt, wie gesagt, wir haben ja genug zu tun. Wir haben ja, wir müssen ja, habe ich schon öfters gesagt, 80 Milliarden Spiele untersuchen. Da haben wir dann keine Zeit, Spiele nochmal zu spielen. Also, ja, wenn wir sie dann durchgespielt haben, haben wir sie dann erstmal durchgespielt. Und dann sind sie auch erstmal fertig und so. Und ich glaube, ich sollte erstmal aus dem TS ganz weggehen, oder? Dass da nicht so viel Dingsebumse gibt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir können ja mal kurz da so lassen erstmal. Wir warten mal, was passiert. Ach ja, scheiße, jetzt ist es zu spät, Yami. Weil jetzt habe ich schon die Aufnahme gestartet. Yami meinte nämlich gerade für YouTube-Leute jetzt. Yami meinte, lass uns doch mal das mit den Einhörnchen spielen. Ja, Einhorn. Ja, aber das Problem ist, da spielt irgendeine Musik bei dem Einhorn-Ding. Und wenn ich das jetzt spiele, dann wird das Video wieder gemutet von YouTube oder hast du nicht gesehen, gesperrt. Oder es kommt da irgendeine Werbung, die ich nicht bezahlt bekomme. Ja? Das ist schon schlimm, dass man bei meinem zweiten Kennenlern-Video. Da wird jetzt Werbung eingeblendet, die ich nicht bezahlt bekomme. Und dann bei Skyrim glaube ich auch. Bei Skyrim wird, glaube ich, auch eine Werbung eingeblendet, die ich nicht bezahlt bekomme. Voll scheiße, oder? Also ich habe da Werbedinger drin, die ich nicht bezahlt bekomme. Das ist voll scheiße, so. Weil ich habe ja nichts monetarisiert. Das finde ich irgendwie doof. Also mich ärgert es, dass ich dafür gar nichts bekomme für diese Werbung. Das ist ärgerlich, oder? Finde ich voll blöde. Ja. Deswegen muss man also aufpassen, was man macht, sonst bereichern sich andere an unseren, wie sagt man, an unseren Content sozusagen. Ja? Und wir haben davon nichts. Andere bereichern sich dran und wir haben da nichts von. Das ist voll scheiße. Weil wenn wir was von hätten, dann können wir mehr machen für Hypnos World. Wa? Wenn wir dafür Kohle bekommen, könnten wir das wieder irgendwo reinstecken. Keine Ahnung, zum Beispiel für eine geile Gummipuppe oder irgendwas. Oder irgendwas, ja, wenigstens irgendwas, können wir es wieder reinstecken. Nicht in die Gummipuppe, sondern aber... Yeah. Auf jeden Fall kann man dann was investieren, ja, weil wenn man nichts bekommt, kann man nichts investieren. Und die Werbetypen da, die bereichern sich dann an uns und wir kriegen davon gar nichts. Das ist voll scheiße. Deswegen müssen wir also aufpassen, was wir da machen. Wir können also höchstens, Yami, in der nächsten Pause, wir sind jetzt mitten im Arbeitsgang, ja, wir sind jetzt im Arbeitsgang und in der nächsten Arbeiterpause können wir dann, aber dann schläfst du, sollst ja eigentlich ins Bett gehen. Das heißt also, Yami bekommt das, das heißt, dass wir müssen das glänzende Einhornpferdchen verschieben wir aufs nächste Mal oder so. Wird bei Skyrim Werbung. Wird da keine Werbung eingeblendet? Ich weiß es nicht. Weil der sagt, im Backend sagt er zum Beispiel bei YouTube, sagt er immer, was steht da für ein Spruch? Warte mal, da steht dieser Spruch. Warte mal, ich sag euch das mal. Also, wenn ich ins Backend gehe, dann steht da der Spruch. Ich weiß nicht, ob Werbung. Ich kann es so nicht sehen. Warte mal. Der lädt noch. Und zwar steht hier, enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte. So, und wenn das meistens auftaucht, der Spruch, dann hat praktisch der Urheber das Recht,
entweder dieses Video zu sperren oder halt für sich Werbung dort zu schalten. Ja, so, eins von beiden. Also, wenn da steht urheberrechtlich gerechte Blabla ist da, dann kann man einmal das Video entweder gesperrt werden oder die können dort Werbung machen. Oder und ich kann es nicht monetarisieren, ja, wenn das passiert. Also wenn so ein Spruch da kommt, kann ich es nicht monetarisieren. Ich meine, ich habe sowieso kein Video monetarisiert. Also meine ganzen Videos, die ganzen Videos, die wir haben, der ganze Kanal ist nicht monetarisiert. So, also auf jeden Fall könnte man, also man könnte dann auch nicht monetarisieren, wenn man es wollte, so als Beispiel. Ja. Also wenn dieser Spruch kommt, enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte, darfst du es nicht mehr monetarisieren. In Zweifelsfalle wird es gesperrt oder halt die sperren es nicht und blenden dann halt für sich Werbung dort ein. Ja, das haben sie ja bei meinem zweiten Kennenlernvideo gemacht. Das war erst gesperrt. Ja, dann hat anscheinend Anonymous zugeschlagen. Und nachdem Anonymous zugeschlagen hat, wurde das Video wieder entsperrt. Ja, aber da kommt jetzt auf jeden Fall irgendeine Werbung. Das habe ich gesehen. Bei meinem zweiten Kennenlernvideo kommt jetzt irgendeine scheiß Werbung am Anfang oder sowas. Das liegt an dem Winnetou-Lied, ja. Die sind na, 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 na. Der Schatz im Silbersee. Ja, ist Legende. Ja, wir waren ja alle mal Winnetou und Old Shatterhand gewesen. Die Frage ist bloß, was waren wir? Waren wir die Indianer oder waren wir die Cowboys? Und wenn wir die Indianer oder die Cowboys waren, was waren wir denn? Ein Cowboy, ein Girl oder ein Junge? Was waren wir da gewesen? Und was war ich vor allen Dingen gewesen? Na, na, die Cowboy- und Indianerspiele. Yeah. Okay, also. Tja. So ist das. So, lass mal rein. Lass mal starten hier. Die Musik ist immer so schön. Lass uns mal wieder mit dem Sensenmann ein wenig pokern. Ja. Der Sensenmann ist ja mein Kumpel und von daher mal gucken, welche Herausforderungen der Sensenmann wieder für uns bereithält. Ob wir da einen Timer setzen? Nee, wir machen einfach ein paar Level und dann sehen wir, wie weit wir kommen. Ich habe echt gedacht, das Ding reiten wir schneller durch mit den ganzen Levels. Aber siehe da, wir wurden vom Sensenmann abgebremst. Ja, kann man sagen. Okay, starten wir. Und Enderkönig, der träumt davon, eine Challenge auf die 50 und 100.000 Essenzen zu machen. Ja, Träume. Viele hatten schon diesen großen Traum. Auch Olli hatte den großen Traum. Natalu hatte den großen Traum. Aber dann, kam halt der Sensenmann. So, los, geh mal rein. Ich muss umschalten, glaube ich. Na, 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 na. Jetzt geht's wieder los. Der Sensenmann ist da. Die Musik vor allem. Und Olli sagt, ich habe immer noch einen großartigen Traum. Meins ist kein Traum, sondern eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung! So, continue! Sieh noch ein Schokoladenei? Nein, ess jetzt nicht so viele. Du kannst außerhalb des Livestreams Schokoladenei essen. Und dann fragen sich die Leute, warum du so eine Pickelfresse bekommen hast. Dann war du außerhalb des Livestreams so viel Schokoladeneier gegessen hast. Und Chips wahrscheinlich. Die Weltherrschaft. Okay, los, gehen wir rein. Die Musik ist geil, oder? Da sind ein paar geile Lieddinger mit dabei bei diesem Spiel, finde ich. Das hat so was Spannendes, oder? Seid mal ehrlich. Ist unter uns und wir spielen mit ihm. Okay. Willkommen beim Sensenmann. Ach ja, da war es gewesen. Als wäre es gestern gewesen. So, mal gucken. Ha ha ha!
Ja, komm, jetzt räumen wir noch ein Stück rüber, das ist ja auch noch nicht, dann ist nämlich fertig. Und Yami hat 669. Yami, du hattest bis vor kurzem hattest du noch eine satanistische Zahl. Du hast fast 666 gehabt. So viel Sex ist schon fast sexuell, kann man sagen. Quietsche, quietsche, quietsche. Quietsche, quietsche, quietsche. So, pass auf, die Strategie ist folgendermaßen. Scheiße! Ach doch, warte mal so. Naja, so. Ah, gutes Mansch. Das ist halt scheiße, Mansch. Oder nee, warte mal. Nein, oh, scheiße, das kann ich nicht mehr sterben. Oder doch, warte, wir rennen beide rein. Nein! Ach. Da ist die Musik wieder. Die Musik ist irgendwie immer schön. Ja, genau so wollte ich es haben. Kann ich die eigentlich aktivieren? Ich glaube, die ist fünfte. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so. So eine Scheiße. Junge, Junge, das war echt ein Ding, alter Schwede, Mann. Ist eigentlich Dings noch da? Wie hieß er nochmal? Lulilu, oder? Lulilu. Ist die noch anwesend? Da, da. Boah, jetzt wird's kompliziert, ja. Einfach nur um drauf springen? Ah, das ist leicht. Das krieg ich hin. Das kriegen wir hin, das ist leicht. Na, das ist ja locker. War ein leichter Level gewesen, Gott sei Dank. Dum, 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 dum. Hallo, anwesend vor allen Dingen. Anwesend! Jawohl, Sir! So, Vorsicht, Concentration bitte. Ich glaube, wenn ich da gegenknalle, geht dort der Bumse und macht der Bämse. Aber warte mal, wir springen mal rüber. Machen wir so hier. Aber wie sterbe ich dann wieder? Na, machen wir es mal. Mal gucken, was passiert. Ach, die Variante wieder. Ich soll mit drei Leute sterben. Ach so, diese Bum 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 und so. Okay, dann kriegen wir es hin. Bum 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 kriegen wir hin. Ist ja wie mit dem Sex wieder. Dann erstmal so. Hüpf! Tschüss! Tut mir leid, tut mir leid. So, lass mich mal überlegen. Ja, genau. Nee, doch, 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 jetzt habe ich. Oh, nee, warte mal, das ist schwierig. Nee, jetzt habe ich. Ich hab's. Ah!
Dann anders, warte, dann anders. Ich krieg den ja. Doch. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Der Herr Kapitän. Ey, nochmal da mal ran, geht der mal. Nein, bleib doch da, Mann. Hör doch auf damit. Du. So. Ja, so. So ist richtig. So ist richtig. Achtung! Nein, der ist nicht gestorben. Das war einer von der Hyp. Das war ein Hypnos-Volt-Typ, ja. Die brauchen es ein bisschen härter, ja. Das war einer von Hypnos-Volt. Der hat es ein bisschen härter geworden. So. Na, läuft doch die Kette hier, Mann. Läuft. Na, also. Ach so. Ob ich jetzt in die Mitte schieben soll. Ah ja. Zahnfee fragt, what is that for ein Spiel? Das nennt sich Sing to Die. Teil 1. Und wir haben den zweiten Teil schon geschenkt bekommen, ja? Vom Sing to Die. Teil 1 spielen wir gerade. Und irgendwann werden wir dann Sing to Die. Zwei to Die spielen. Nicht der Dickschädel. Bum, 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 bum. Oh, bam, bam, bam. Ob ich die beiden auch so hochschießen kann? Bam. Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. So, jetzt. Wer hätte das gedacht, dass der das auch macht? Bam, 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 bam. Warte mal, können wir noch gemeinsam. Machst du da Blumen pflücken? Komm, wir geben gemeinsam. Und jetzt. Spring! Dann du. Ach, zu zweit? Ich muss noch ein Stück weg oder so. Kacke! Bam, 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 der Tod, der Tod, der steht dir gut. Bam, 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 bam. Hier geht es ums freudige Sterben. Okay, Mann. Oh nein, oh nein. Bam, bam. Und hopp. Ein für dich. So. Ich hätte zwei töten sollen. Ja. Zwei auf einen Streich, so werden beide bleich. Okay, nochmal. La 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 la. Und hopp, ich töte meine Brüder. Yes! Und dann töte ich mich. Dun, 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 dun. Oh, 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 oh. Donkey Kong ist geboren. Willkommen bei Donkey Kong. Ja, meine Damen und Herren, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Bitte konzentrieren Sie sich jetzt. Hallöchen, hab auch mal wieder Herger gefunden. Na, bin Cosi. Das ist der Oda. Warte mal, Oda Nobunaga. Hallöchen, Hallöchen. Oder Hallöchen. Hallöchen, Oda Nobunaga. Bang, 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 bang. Schaff ich einen Sprung? Komm, wir machen erstmal einen epischen. Ach so. Oh. Hm. Brauche ich das? Komm, ich springe jetzt erstmal rüber da. Hü, hüpf! Oh, knapp rübergekommen. Hü, hü, hüpf! Hü, hüpf! Ich bin ein Hüpf! Was machst du denn? Was machst du denn da? Edididu? Hü. Hui, ja! Oh, oh. Ja, na klar doch. Ich wette, ich wette.
Ich wette, dass ich wette. Das ist kompliziert. Jetzt wird es wieder kompliziert, Leute. Ah, ja, ich hab's. Springen! Ah. Okay. Da komme ich nicht rüber. Ich weiß, ich muss jetzt erstmal rüber. You were moved. Wird mal Hypno weg, das stört. Soll ich meinen TS so lange ausschalten? Ich schalte meinen TS auch so lange. Warte mal. So, machen wir TS mal weg. Zack. Oh, ich sehe gerade, dass wir unser Sing to Die auf 50, auf 60 haben. Ich glaube, wir sollten auf 50 machen, oder? Wir machen mal auf 50. Schauen, wie laut das jetzt noch ist. Bam, 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 bam. So ist besser, oder? Ich glaube, so ist besser. So, jetzt können wir konzentriert und jetzt können wir Dingsebumse machen. Achtung! Ich bin ein Vogel! Und hopp! Ah! Flieg, mein Vögel! Flieg! So, gut. Und dann hier so. So, warte mal, wenn ich jetzt so mache. Hey, oh, na Mama! Und ab! Oh, mach doch mal! So. Ja, genau. So ist alles richtig. Jetzt du. Du darüber. Du musst ja den praktisch dahin schieben. Geh doch mal da jetzt weg, ich muss dazwischen, du. Jetzt. So, erstmal müssen wir den loswerden. Warte mal, nehme ich mich gleich mit? Das ist ein kompliziertes Ding hier. Oh nein, du blöde Mann, du Sch... Oh. Nehmen wir mal, er kann sich selber töten, der tötet sich da oben einfach. Der geht da drüber, um den dann, der muss rüber. Das heißt, der muss da drüben bleiben, weil der, und er, die beiden müssen sterben. Das heißt, der bleibt übrig und kann nicht sterben. Das geht erstmal gar nicht, mal sehen. Flieg, Vogel, flieg! Ach, warte mal. Ich dir ein Spiel über 7 kaufen, natürlich nur welche, die du auch spielen willst. Das wäre echt nett von dir. Oh. Sag mal, Kusi, darf ich dir ein Spiel über 7 kaufen? Natürlich nur welche, die. Das wäre echt voll nett von dir. Oder, warte mal, ich sag's mal falsch. Oder Nobunaga. Sag mir aber lieber erstmal, wie wir das hier hinbekommen. Das ist nämlich gerade voll auer alles hier. Achtung jetzt! Oh. Warum machst du mich nicht mehr? Ne? So. Okay. Erster Kamerad ist richtig jetzt.
So, jetzt müssen wir Huckepack spielen. Jetzt machen wir Counter-Strike. Das nennt sich, wie heißt es bei Counter-Strike, wenn man auf den anderen seinen Kopf springt und der andere hebt einen hoch. Das gibt dann Spotten oder sowas, oder? Irgendwie, wie heißt das bei Counter-Strike? Du springst auf den anderen seinen Kopf irgendwie und der hebt dich dann irgendwo hoch oder so. Es gibt da so ein Wort dafür. Ich weiß nicht, wie es heißt. Mach keine Scheiße. Lass die scheiß C-Tasten in Ruhe, Mann. Jetzt. Bam, bam. Und du musst da jetzt stehen bleiben. Du darfst dich nie wieder bewegen. Nie wieder. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam. Boosten. Senfglas sagt, das heißt boosten. Paco sagt auch boosten. Bam, bam, bam. So, jetzt müssen wir nochmal überlegen. Also der muss da stehen bleiben. Der schmeißt den Stein runter. Das heißt, brauchen wir den hier noch? Brauchen wir den noch oder nicht? Der kann mitsterben, oder? Der kann mitsterben. Warte mal, Cosi macht doch eine Wunschliste von kleinen Spielen, die du gerne hättest. Was hinbekommen? Ich kapiere das Spiel noch nicht mal. Ich schaue zu und denke mir nur so, hä? oder Nobunaga und Zahnfee schauen bei dem Spiel zu und denken nur, hä? What the fuck? What? Also nochmal, ja. Bei dem Spiel geht es darum. Es geht bei dem Spiel darum, du musst sterben. Ja, du musst sterben. Ja, ich muss jetzt mal sprechen wie so ein Pfarrer. Du musst bei dem Spiel sterben. Und es darf keiner übrig bleiben. Keiner von den Mannequins darf übrig bleiben. Zum Schluss müssen alle Mannequins tot sein. Das ist deine Aufgabe. Du musst also versuchen, alle Mannequins zu töten. Amen. Das war das Wort zum Sonntag, am Montag. Nein, Zahnfee, sterben muss nicht jeder. Ja? Sterben muss jeder mal. Nein, Zahnfee, wenn du bei Hypnos World bist, hat das Sterben ein Ende. Denn je mehr hypnotische Essenzen du hast, je unsterblicher wirst du. Ja? Aber du brauchst sehr viele davon. Dann hast du irgendwann die Fähigkeit, dass der Sensenmann, unser Freund, unser Kumpel, unser Bruder zu dir sagt, alles klar, Mann, du kannst bleiben. So, ich muss aber jetzt erstmal die hier über den Jordan schicken. Ich schicke euch über den Jordan. Ich bin der Meinung, dass ich das Mannequin noch am Leben lassen sollte, um mir eine Treppe zu bauen, um da hochzukommen mit dem letzten oder so. Ich bin mir nicht ganz bewusst. Komisches Dingsebunde, ne? Die Musik ist gerade so traurig. Zahnfee sagt, ja, geschafft, ich gehe nie wieder weg. Ja, aber Zahnfee, du weißt, Zahnfee, was Xavier Nadu immer singt. Der singt, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Oder wie die Onkel singen, es war ein langer, langer Weg und niemand sagt es vielleicht. Wir müssen alle zu Hypnos World und der Weg ist noch so weit, noch so weit, noch so weit. So, ich muss jetzt aber spielen. Ja, ich höre schon wieder Vögeln. Warum höre ich eigentlich bei den ganzen Spielen höre ich immer Vögeln? Das ist komisch, oder? Ich höre immer Vögeln. Da, da, da. Okay, neues Ziel, 200.000. Pass mal auf, wir lassen den mal noch am Leben. Dann werden wir ja sehen, was bei rauskommt. Wir lassen den mal nicht über die Klinge springen. So, erster Todesanschlag findet statt. Ich hab ihn richtig geschoben. Ich hab ihn richtig geschoben, wenn du sagst, du musst ein Stückchen weiter schieben. Dann geh mal ein bisschen weg, dann mach ich den Aua und drück dir auf den Fuß und dann, Junge. So, jetzt.
Achtung, Attentat geplant, Attentat geplant. Da ist die Merkel. Nein. Puff. Oh, das war die Merkel. So, jetzt wieder zurück. Nämlich genau. Da ist nämlich die... Ich baue dir eine Treppe. Treppe baue ich dir. So, lass mich mal übel, ganz übel legen. Lass mal dann runter. Dann bauen wir hier wieder Räuberleiter. Springen! Was? Ja, so nehme ich. So. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht so genau. Ich bin ein Fliegezeug, ich bin ein Fliegezeug. Warte mal, was mache ich da eigentlich? Nun mach doch mal! Also das Spiel ist Legit 18 plus voll brutal. Warte mal, ich hab irgendwas verpasst gerade. Egal, ich kündige, ich mache nichts anderes mehr als dein Stream schauen. Zahnfee wieder. Nein, Zahnfee, du darfst nicht kündigen. Du weißt, die Amazonen beherrschen irgendwann die Welt. Du willst doch auch eine Amazone werden. Dazu musst du erstmal weiterarbeiten, ja? Denk dran. Wenn du genug Essenz hast, kannst du auch eine Amazone werden. Um die Welt mitzubeherrschen. Und ich wette, Zahnfee und auch Lulilo möchten gerne die Welt mitbeherrschen. Als Amazonen. Und Yami bestimmt auch. Ich glaube, alle Frauen. Alle Frauen möchten ja gerne Amazonen werden. Ey, da! Verstehst du? In der Mitte von dem Scheiß hier, hier macht dann 800 Kilometer Sprung. Dann bin ich da oben, da springt aber nur einen Meter hoch. Willst du mich? Ich sag dir, du Mann. Warte mal. Warte mal. Ich hab grad eine geniale Idee bekommen. Komm ich da hoch? Ich müsste da rüberkommen, oder? Ja, Mann. Pass mal auf. Ja, wir sind die Fratellis! Willkommen beim Zirkus Krone! Dann rappt man da drauf. Wir sind die Fratellis! Meine Damen und Herren, erleben Sie nun die spannenden... Wir sind die Fratellis! Hüpf! Scheiße, okay, dann... Ey, hör mal auf jetzt! Olli nehmen wir aber auch mit. Die bleibt ein Vampir. Achso, Natalie, ja, gerne. Ich bin dabei. Frauen an dem Ort. Sieht so witzig aus, wie die rumspringen. Und Legit. 18 plus, sagt Oda Nobunaga. Das ist ein Spiel, ja, dieses Legit. Dingsbums, 18 plus. Warte mal, vielleicht kann ich den ja hochfliegen lassen. Ganz bis nach oben. Flieg, mein Kamerad, flieg! Wir sind die Fratellis! Willkommen im Zirkus der Manege, im Manege der Eitelkeiten. Wir fliegen umher, wir fliegen. Entscheide dich, Cosi. 1, 2 oder 3. Ob du recht hast oder nicht, sag dir gleich deinen Sprung. Ich habe so ein Gefühl, dass ich gerade irgendwie was Sinnloses mache. Ich will fliegen, ich bin Spider-Girl! Höher, flieg höher! Ja! Okay, du bleib... Geh da nicht weg, Mann. Geh da bloß nicht weg. Okay. Das heißt, ich muss die alle jetzt so hochbringen, oder was? Warte, ich probiere jetzt erstmal. Quick, quick, quick.
denn verschieden? Also dann sterben wir einfach so alle. Das heißt, ich muss einfach alle nur da hochbringen. Bestimmt gibt es noch eine andere Lösung, die cleverer ist. Wir nehmen mal die dumme Variante. Meine Wunschliste? Nein, das Spiel, das du gerade spielst, finde ich voll brutal, ist ab 18. Achso. Echt jetzt? Ist ab 18? Voll brutal. Echt jetzt? Ist das ein brutales Spiel hier? Das sind doch nur diese kleinen Mannequins. Ich spiele doch mit kleinen Mannequins. Ja, bei Steam habe ich eine Wunschliste. Da ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt und ich habe das, glaube ich, nach Alpha Beta schon. Nach Beliebtheitsgrad, glaube ich, sortiert. Also das, was an erster Stelle ist, ist, glaube ich, das, was ihr am liebsten zuerst spielen würde oder haben würde oder so. Doch, warte mal, ich muss mal was gucken. Ich glaube, ich habe das nach Beliebtheitsskala sortiert, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Warte mal, muss mal gucken. Wo ist denn das? Spiele, oder? Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo ist denn meine Wunschliste? Ich habe das schon so ewig nicht mal... Eigentlich habe ich diese Wunschliste nur gemacht, damit ich die Spiele nicht vergesse. Dann brauche ich die nirgendwo aufschreiben oder kopieren oder lassen. Deswegen habe ich das eigentlich mit dieser... Ich habe diese Wunschliste eigentlich nur gemacht, dass ich die Spiele nicht immer vergesse. Bei Amazon habe ich auch noch so eine Wunschliste, aber nur damit ich halt die Spiele immer nicht vergesse. Aber wo ist denn das? Wie komme ich denn zu diesen Wunschzettel-Dingen? Freundeliste? Möchte handeln? Ja, wer will Truhen haben? Ich habe Truhen, aber ich kann leider nicht handeln, weil ich muss irgendwas für 5 Euro kaufen, damit ich wahrscheinlich Handel machen kann. Ich könnte Truhen handeln. Ich habe ganz viele CSGO-Truhen, weil ich habe ja keinen Schlüssel dafür und kann die auch nicht aufmachen. Ich könnte tausche Truhe gegen farbige Waffe machen zum Beispiel. Ja, das könnte ich machen. Tausche Truhe gegen schöne farbige Waffe. Wäre doch gut, oder? Ich komme da so nicht hin zu diesem... So. Das will ich jetzt wissen. Ob ich das nach Wunsch... Mir war so, oder war das bei Amazon? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal hier. Hypnotica? Da, Shop. Und wo ist diese Wunschzettel-Dings? Man merkt, ich habe Ahnung. Da, Wunschliste. Da steht an erster Stelle. Ja, genau. Day by Daylight ist sogar auch mit dabei. Witcher ist auch mit dabei. Ja genau, ich habe das so nach Beliebtheitsskala sortiert. Guck mal, Rocket League ist auch. Rocket League ist weiter unten. GTA ist auch weiter unten. Arma ist auch mit dabei. Mafia 2, Mafia 3, Tomb Raider. Elite Star Wars. Ja, ich habe das nach Beliebtheitsskala habe ich das sortiert. Mad Max. Shadow of Mordor oder so? One Piece ist übrigens auch mit dabei, sehe ich gerade. One Piece ist auch mit dabei. Ich frage mich, was da los ist bei dem Spiel. Eines Tages spielen wir das auch mal. So, ja, ist nach Beliebtheitsskala sortiert. So. Okay, los. Wir müssen jetzt irgendwie sterben erstmal. Ja, muss mal gucken dann. Oder machst du ja selber einen Kopf, oder? Keine Ahnung. Wir müssen sterben. Aber ich habe mir, wie gesagt, diese Wunschzettel waren eigentlich dafür gedacht, so nach dem Motto, wenn ich mal denn das Geld dafür habe, dass ich die dann irgendwann kaufe, ja? Weil ist ja so, warte mal, ich mach mal leiser, ich kaufe mir. Die Wunschzettel waren ja dafür da, dass ich dann irgendwann, wenn ich das Geld habe, kaufe ich mir die, aber halt nicht bei Steam, sondern halt in echt. Ja, ich kaufe mir die dann in echt und mache davon dann halt ein Spielevorstellungsvideo. Das war ja immer, das haben wir eine Zeit lang gemacht. Ich habe ja noch welche rumliegen. Wir müssen noch Spielevorstellungsvideos machen, aber wir haben ja erstmal noch Spiele, die wir spielen. Wir haben noch Spiele rum, wo wir noch Spielevorstellungsvideos machen müssen. Oh Mann, ey. Ja, voll witzig, oder? Also wir haben ohne Ende immer zu tun, oder? Wir haben echt immer was zu tun hier. Also ja, deswegen habe ich auch... Das ist immer noch zu laut hier bei mir. Deswegen habe ich ja auch keine Steam, bei Steam nichts gekauft und kann niemanden adden, weil ich ja nichts Gekauftes habe und kann auch niemanden anschreiben, weil ich nichts gekauft habe. Weil wenn ich was kaufe, wollte ich das immer im Original kaufen, damit ich davon halt ein Spielevorstellungsvideo mache. Deswegen habe ich bei Steam nichts, ja. Damit ich halt wieder, wenn ich was kaufe, kaufe ich das ja halt mit Paket hier, dass man halt ein Spiele, so eine Kiste hat zum Auspacken und sich die CDs angucken und sowas alles. Vielleicht sind auch tolle Bilder oder Karten drin und sowas alles. Deswegen, das ist natürlich immer geil, so ein Spielevorstellungsvideo zu machen. Da freut man sich dann, da freuen sich alle mit, können sich alle mitfreuen wenigstens.
So, deswegen gebe ich mein Geld dann eher lieber dann für so eine Kiste dann aus und zum Anfassen dann. Weil ich, dann habe ich einen doppelten Nutzen. Kann ich einmal spielen und kann ein Spielevorstellungsvideo machen. Und wieder ein Video mehr sozusagen. Los! Vorhin war das so leicht irgendwie. Mann, mal springt da richtig hoch und mal nicht. Ich verstehe den Vogel nicht. Mach doch mal jetzt da! Er hat Potenzprobleme, er kriegt ihn nicht hoch. Sag mal, muss ich vielleicht irgendwas anderes drücken oder so? Gibt es noch eine andere Sprungtaste? Also er darfst du nicht drücken. F. F für Vögel. Geht nicht. Wie geht das dir? Wenn du mich meinst, ich bin leicht gestresst, weil der Vogel da einfach nicht... Geh doch mal da jetzt hoch! Hallo! Nur nimm mal ein, der ist wahrscheinlich zu dick oder so. Guck mal, sag mal, ihr wollt mich verarschen, oder? Es gibt bestimmt noch einen leichteren Weg zu sterben hier. Da muss man mit Anlauf oder so. Ich glaube, der muss irgendwie laufen, dass er dann diesen höheren Sprünge macht oder so. Ich glaube, der muss laufen, dass er hört. Oder gab es noch eine bessere Möglichkeit zum Sterben oder so? Mal probieren. Mann, Mann. Los! Der eine ist doch da vorhin irgendwie hochgegangen, verdammter. Nee, ich glaube, der Spruch geht immer lächeln und winken. Venus hat immer gesagt, wenn sie die Trolle weggebannt hat, immer lächeln und winken, glaube ich. Wir machen noch meine ganze Tastatur kaputt, Mann. Arsch. So, ich muss jetzt mal Arsch sagen. Arsch. Bam, 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 bam. Warte mal. Sag mal, ich glaube, ich komme von da sogar besser rauf. Kann das sein? Mal, Moment mal testen. Hör mal auf jetzt! Wie kriege ich bloß diesen Luftsprung hin? Ich muss so diesen Bruce Lee-mäßigen Luftsprung hinbekommen. Mach doch mal diesen galaktischen Sprung da! Es muss vielleicht noch eine Special-Taste geben. Ihr kauft dieses scheiß Ding da oben. Jetzt der Stände. Muss der sich immer ausruhen zwischen den Runden. Ist hier etwa wieder mal das Ende? Da sind wir nur ein Level bis jetzt weitergekommen, oder? Was haben wir denn jetzt? 48. Scheiße, Mann. Wir sind... Ja, 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 ja! Oh!
Mann, ich hatte mir mal. Es gibt bestimmt noch einen leichteren Tod oder so. Ich hätte vielleicht doch zwei töten sollen, dann hätte ich erstmal nur einen gehabt. Vielleicht hätte ich doch zwei töten sollen da oben. Oh! Was denn jetzt? Wie hat dann das gerade gemacht? Nein! Oh. Aber wenn wir uns jetzt immer was testen. Warte mal. Mann. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Komm schon, Mann. Mach doch mal mit jetzt hier. Helf mal doch mal mit, Mann. Mann! Dun, 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 dun. Mann! Dun, 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 dun. Ich werde diesmal zwei töten. Ah, ich wusste, dass er es nicht schafft. Ich wusste, dass er es nicht schafft, Mann. Ich wusste, er schafft es nicht. Herr Doktor, er hat es nicht geschafft. Mann, na endlich mal, Mann! Oh Mann, oh Mann. So, jetzt muss ich erstmal. Jetzt du. Mach doch mal dann. Ey, auf einmal macht er einen Riesensatz. Warum machst du denn den Satz nicht auf Kommando? Ich verstehe das immer nicht. Jetzt wir beide. Wir beide sterben jetzt hier. Oh nee. Oh nee. Jetzt ist ja nicht mitgestorben, die Pfeife. Darf doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist der. Jetzt ist dieser beschissene Vogel nicht mitgestorben. Wo denn du? Nu, was hat er denn jetzt? Oh Mann, wo ist meine Tasse kaputt gerade? Genau, Ender, schlaf schön. Träum mal schön. Nochmal, nochmal. Nochmal. Nochmal, nochmal. Mach's mir nochmal.
Also wenn wir den Level haben, Leute, dann haben wir es geschafft. Mach doch mal Platz, du! Könnt schon wieder ausflippen, ja. Du machst mich echt. So. Also weiter rüber vielleicht, so. Oder? Also ich glaube, das ist. Yes! So. Dann den hier. Und jetzt haben wir nur noch den einen. Und jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir da irgendwie hochkommen wieder. Wie wir vorhin schon einmal rüber... Vorhin haben wir es ja einmal geschafft, mit dem da hochzukommen. Und dann haben wir es. Ist ja ganz einfach, Cosima. Macht der da nicht so einen Kopf? Wie macht der bloß immer diesen gigantischen Sprung? Warte mal, ja, so macht er den nicht. Also wie macht er diesen gigantischen? Verstehe ich nicht. Der muss irgendwo gegenschlagen, als ob er praktisch wie so ein Spider-Man da in die Wand hochläuft oder sowas. Ich glaube, ich weiß wie. Bin mir aber nicht ganz sicher. Du musst praktisch beim Laufen zum Beispiel rechts so und links so. Das Problem ist, wir müssen praktisch links und rechts hoch irgendwie. Links, rechts hoch und links rum oder so. Das ist praktisch total die Tastenkombo, die man hier drücken muss. Ja. Könnt ihr meine Tastatur hören? Die klingt gut, ne? Ist wohl nichts auf die Schnelle mit 144 Level oder so. 144 Level waren das, oder? Scheiße, Mann. Hör mal auf jetzt, Mann. Du bist total unfreundlich zu mir hier. Flieg empor! Ja, so, jetzt gleich nochmal nach oben, bitte. Die Musik dazu. Da, 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 da. Ich bin ein Vogel. Ich lass einen fliegen. Ja! 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 Ich bin oben drauf gekommen! Oh. Jetzt muss ich keinen Fehler machen. Jetzt schön sauber sterben gehen. Und ich muss nochmal üben. Wie war das jetzt nochmal? Mann! Hoffentlich wird es jetzt leichter. And now together. Oh nee, jetzt bewegen sich alle drei gleichzeitig. Ist jetzt nicht wahr. Okay. Achso. Ist jetzt nicht wahr. Wird immer perverser alles. Oh nee. Ach du Scheiße. Ich krieg Schluck auf. Wer von euch denkt gerade an mich, ja? Ich
Stück Schutter. Flieg da mal hoch! Können die beide auch darüber gehen? Okay, dann so. Ja, so rum kriegen wir es hin. Gut, ja! Was für perverse Level, alter Schwede, Mann. Oh, da kommt wieder das mit diesem komischen Hebel und so. Oh. Oh, oh. Und die bewegen sich auch beide zugleich. Oh. Das darf doch jetzt alles nicht oh sein. Das war falsch, ja? Oh, da darf ich nicht gehen kommen oder was? Oh. Wie sollen das gehen, Mann? Wie sollen das jetzt gehen? Oh. Warte mal, vielleicht komme ich da oben. Da oben kann ich, glaube ich, sterben, oder? Kann ich da oben sterben? Ja! Woo! Yes! Get ready to fly! Hallo? Ich bin noch tot. Ist nicht aus? Wieso, wer denn? Wer soll denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Warum geht denn? Was ist denn jetzt los? Ich hab doch alle tot gemacht. Oder lebt hier irgendwo noch einer? Nicht so. Jetzt haben wir sie. Was ist denn jetzt los? Sind doch alle tot. Was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Vielleicht hat der Level ja eine Macke. Oder darf der Rote nicht sterben diesmal? Oder, nicht? Oder hat der Erbauer, der Erschaffer dieses Spiel nicht damit gerechnet, dass er so weit kommt? Ja, jetzt kriegen wir den anderen nicht mehr getötet. Jetzt ist alles Quatsch. Jetzt kriegen wir den ja nicht mehr getötet. Ja. Das war schon genial, wie wir es gemacht hatten. Ich hatte doch die perfekte, geniale Lösung. Ist jetzt nicht wahr. Die Musik ist schon wieder so traurig. Oh! Er war genau an der Kante, Mann. Dann leg's mir um euch. Okay, jetzt. Nach daneben. Wir hatten es ja eben gehabt, war doch eine geniale Lösung. Was war denn da jetzt scheiße dran? No.
Das ist total pervers, Alter. Wir hatten es doch eben gehabt, warum sind wir, es waren alle tot. Wo war denn jetzt das Problem? Das grüne Ding darf nicht kaputt gehen, oder was? Wahrscheinlich. Ah. Ah. Ey, das ist ein Stöhnerspiel. Ah, 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 ah. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, oh, oh, ah. Probier das nochmal andersrum. So. Oh. Oh, ah. Nein, doch, nein, doch. Oh. Wollen wir beide hochspringen? Dann geht doch mal einer rein, was ist denn das Problem? Hallo? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Beide wieder zurückspringen. Oh, ne, Idee. Der ist zu dämlich, da reinzugehen? Jetzt ist er. Mann, du sollst eigentlich zum. Hat jemand eine Idee? Hat irgendjemand eine Idee von euch? Das ist voll doof, dass sie sich jetzt beide gleichzeitig bewegen. Das ist voll doof. Ich hatte vorhin alle tot gehabt. Das ist voll ungerecht jetzt hier. Es gibt ja einen Trick, wie man Level weiterspringen kann. Irgendwie gab es da einen Trick. Ich weiß jetzt nicht mal wie, aber es gibt einen Trick, wie man Level weiterspringen kann. Wir waren ja alle tot. Alle waren eigentlich tot gewesen, oder? Es waren alle tot. Alle haben es gesehen. Eigentlich können wir ein Level weiterspringen. Es war Cheaten, aber die waren ja alle tot. Was können wir dafür, wenn der da nicht, nicht weitermacht oder so? Wir hatten alle tot gehabt. Eigentlich dürfen wir weitermachen. Oder ist doch so. Aber ich will, vielleicht muss ja irgendwas, vielleicht haben wir irgendwas übersehen, dass wir irgendwas. Ich glaube, das grüne Ding darf da nicht kaputt gehen. Aber es ist auch nicht kaputt gewesen, oder? Es war nicht kaputt gewesen. Dazu muss man sich jetzt die Videoaufnahme anschauen. Sind wir jetzt nicht sehr viele Level weitergekommen, oder? Ah, warte mal, so. Wo sind jetzt die anderen? Da. Genau, so hat man es vorhin auch gehabt. Wir müssen erstmal einen loswerden, dann können wir besser arbeiten. Genau, wir müssen erstmal einen loswerden. Also schon, wenn der eine. Wir müssen einen erstmal loswerden. Ja, der geht uns auf den Sack. Wir müssen irgendwie einen loswerden. Ich glaube, wir hören an der Stelle jetzt erstmal auf hier. Immer das Gleiche. Ah, Mann! Oh. Die Musik, die Musik schafft man. Was war das gerade? Mann, wenn der Scheißer da nicht immer kaputt wird, Kacke, Mann. Hör doch mal auf, jetzt einmal rum, so mach doch mal. Vielleicht muss ich den irgendwie bremsen.
So. Ah. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich könnte schon wieder Schokoladeneier essen. Ich halte es im Kopf nicht mehr aus. Der Tod ist so anstrengend. Wisst ihr, Leute, es ist gar nicht so leicht zu sterben. Das kann ich euch sagen. Und das ist wie im richtigen Leben. Es ist echt nicht so einfach zu sterben, sag ich euch. Bam, bam. Scheiße, Mann, so ein Kack. Ich halte es im Kopf nicht aus mehr. Ich flipp jetzt gleich hier aus. Ohne Scheiße. Ach Mann, ich war so gut. Oh, warte mal, warte mal. Wir sind noch da, wir sind noch da. Vielleicht können wir doch noch was. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie nach oben kommen, oder beide? Ja, sieht gut aus. Oh. Warte mal. Jetzt ja, ja! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute noch schaffen. Gut. Ah, da, da, wieder! Wir kommen wieder nicht weiter. Was ist denn los? Was soll ich? Ich wette, dieser blöde, komische Explosionskasten, der darf nicht kaputt gehen. Ja, bestimmt. Das heißt, wir hören an der Stelle immer auf. Ich habe es zum zweiten Mal geschafft, dass alle tot sind und wir sind trotzdem nicht weitergekommen. Ich wette, dieser komische Explosionskasten da, dieses komische Ding da, das darf nicht kaputt gehen. Ja. Ja, keine Nerven mehr dafür. Da bin ich jetzt geistig zu unterentwickelt gerade. Reicht das mal. Scheiße. Ich gebe so ungern auf, aber... Vielleicht brauchen wir eine paar. Wie viele Level bin ich weitergekommen? Wir waren bei Level 44, glaube ich, oder? 6 Level weitergekommen? Tja, dann. Zum Menü erstmal. Guck mal her. Bip, 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 bip. So. 144 Level noch vor uns. Ich glaube, wenn ich den letzten Level geschafft habe, gehe ich in die Klapsmühle wahrscheinlich. Naja, haben wir erstmal wieder ein bisschen was geschafft, oder? Das heißt, nächstes Mal wird es richtig übel, ja? Also beim nächsten Mal fangen wir richtig übel an. Wir fangen schon gleich mit übel an. Also kein Lächeln, wir fangen gleich mit böser Miene, übel, also richtig übel, der Dübel, kannst du sagen. Na gut, abbrechen jetzt hier, Schnauze voll. Schnauze voll jetzt erstmal, Mann! Außerdem, ich sehe gerade, wir haben gar nicht den Dings-Modus angehabt, den Zeichentrick-Modus. Oder ist der nur... Warte mal, wir gehen mal wieder rein. Ist der eigentlich nur in dem Dings oder ist der überall so? Nee, guck mal, so sieht es viel schöner aus, scheiße. Außerdem wollte ich mein Bild woanders hin machen und ihr könnt nicht immer alles sehen, glaube ich. Versucht mal mit dran zu denken. Wenn wir das Spiel spielen, Zeichentrick-Modus anmachen und Bild woanders hin machen. Ich denke mal, oben rechts ist besser. Kacke, war ich wieder nicht beachtet. Kann ich ja Quit machen? Was hätten wir? Ja, gut. Dann quitten wir erstmal raus hier. So, für YouTube-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Und wir müssen dann denken, also seht ihr? Wir müssen dann denken, Bild oben rechts, weil mir ist das aufgefallen bei dem einen, wo ich das hochgeladen habe und geguckt habe, da konnte man nicht alles so sehen. Da war eine komplizierte Geschichte genau hinter dem Bild irgendwie so gewesen. Und das war natürlich doof. Und wir müssen in den Zeichentrick-Modus immer wechseln irgendwie so. Also.
Sondern jetzt schalte ich erstmal ab und ärgere mich erstmal ein bisschen. Dann muss ich immer außerhalb der Aufnahme ein Schokoladenei essen. So. Ach so, Mensch, und einen schönen Sonntag, schönen Wochenstart gewünscht, Mensch. Fällt mir gerade mal so auf, Mist, das haben wir, kacke, jetzt habe ich gar keinen Wochenstart gewünscht. Aber es steht ja da auch. Aber trotzdem, ich wollte es ja nochmal persönlich wünschen. Ich schalte ab hier.